Selo mit Sitz in Wetzlar zählt in Deutschland zu den führenden Unternehmen im Handel mit Werkzeugmaschinen. Zum Leistungsspektrum gehört auch die Produktmodifikation mit einer Ständerbohrmaschine. Herkömmlich muss der Bohrmaschinenschraubstock, in dem sich das Werkstück befindet, mit Haltevorrichtungen fixiert werden, da beim Bohren hohe Schnittkräfte entstehen. Die Haltevorrichtungen müssen für jedes Bohrloch neu angebracht werden. Eine mühsame, lästige und zeitaufwendige Tätigkeit. Deshalb wird der Schraubstock oft nur mit der Hand gehalten. Doch wenn die Kraft des Bohrers überwiegt, dreht sich der Schraubstock mit. Hohes Unfallrisiko inklusive. Diese Unzulänglichkeiten weckten den Erfindergeist des Maschinenbautechnikers Gottfried Tuchecker. Meine Erfindung besteht aus zwei Teilen. Das eine ist eine Führungsschiene, die um einen Drehpunkt auf dem Bohrmaschinentisch schwenkbar angeordnet ist. Und auf dieser Führungsschiene gleitet eine Zwischenplatte. Die kann ich längs verschieben und über den Drehpunkt quer verschwenken. Und auf dieser Zwischenplatte kann ein handelsüblicher Bohrmaschinenschraubstock befestigt werden. Das Werkstück selber wird im Bohrmaschinenschraubstock aufgenommen und der Schraubstock selber kann an der Zwischenplatte bewegt werden, kann sich aber nicht verdrehen. Die Vorteile der Eigenentwicklung liegen auf der Hand. Eine Vorrichtung, die im täglichen Betrieb eigentlich gar nicht bemerkt wird. Und bei dieser Methode kann ich eben das Werkstück positionieren, wie wenn keine Vorrichtung da wäre. Und da, wo es darauf ankommt, auf das Mitdrehen des Werkstücks, wird zuverlässig verhindert. Bei Nichtgebrauch kann der Bohrmaschinenschraubstock nach vorne herausgezogen und die Schiene zur Seite geschwenkt werden. Auch aus Sicht der Arbeitssicherheit im Unternehmen erfährt die Erfindung von Gottfried Tuchecker viel Wertschätzung. Das erste Mal, wo ich davon erfuhr, war ich ziemlich begeistert, weil ich auf den ersten Blick sah, das ist ein Produkt, was der Sicherheit hilft und gleichzeitig relativ einfach umzusetzen ist. Viele Arbeitsschutzthemen sind komplex, sind umfangreich und hier sieht man, dass man mit relativ einfachen Mitteln viel Sicherheit erreichen kann. Er hat mir eigentlich gar nichts davon gesagt. Umso mehr ist das wertzuschätzen, dass er das durchgezogen hat. Also wir schätzen es sehr, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Verantwortung übernehmen, auch zum Thema Arbeitssicherheit und eigenständig Ideen und Verbesserungsvorschläge entwickeln. Sicheres Bohren leicht gemacht. Bei Selo in Wetzlar.